Können wir loslegen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Podiumsdiskussion Helden im Wilden Osten zur Ausstellung, die hier seit 3. September läuft. Heute die Podiumsdiskussion. Die Ausstellung selber hat hinter dem Titel keinen Punkt, auch kein Fragezeichen. Heute ist es mit Fragezeichen. Mein Name ist Michael Sonjenko, ich bin in der Heinrich-Böll-Stiftung zuständig für den Bereich Gesellschaftspolitik. Da fallen auch diese Veranstaltungen zur Zeitgeschichte oder zur Wende, zur Transformation mit darunter. Heute Abend ist das ein Panel, das die Kolleginnen und Kollegen der Agentur Zeitläufer, die die Ausstellung vorbereitet haben, die haben das vorbereitet. Eine Änderung, Sie sehen hier Moderation Christian Schmidt, Zeitläufer GbR. Christian Schmidt konnte leider nicht kommen, hatte einen Zugunfall gehabt. Deswegen ist sein Kollege Gerrit-Jan Stecker, auch von der Agentur, der für die Pressearbeit der Ausstellung zuständig war, heute kurzfristig eingesprungen und wird jetzt die Moderation übernehmen, unsere Gäste des Podiums vorstellen. Vielen Dank, Gerrit-Jan. Ich danke dir, Michael. Ja, schön, dass Sie heute gekommen sind. Ich möchte Sie auch begrüßen im Namen der Agentur Zeitläufe, die Ausstellung Helden im Wilden Osten gemacht hat, die Sie da draußen sehen oder vielleicht schon gesehen haben. Und in der Namen möchte ich auch unsere Gäste hier auf dem Podium begrüßen, mit denen wir heute diesen illustren Titel Helden im Wilden Osten überhaupt diskutieren möchten. Da geben sich einige Fragen. Hier ist Maifoam Kollat. Sie lebt seit 1981, hat sie in der DDR gelebt, in Rostock, und mittlerweile lebt sie in Berlin als Coach und interkulturelle Beraterin. Nach 1989 und den, ich nenne es Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, haben Sie den Verein, wenn ich richtig verstehe, den Verein Den Horn gemeinsam unter einem Dach mitbegründet. Sie waren unter anderem stellvertretende Geschäftsführerin. Das ist eine Reaktion auf diese Frage Helden im Wilden Osten. Gab es da vielleicht auch keine Helden? Es schließen sich ja viele Fragen an. Was definiert den Wilden Osten oder den Osten überhaupt? Was gehört dazu? Und aus diesen und anderen Fragen sind Sie auch als Zeitzeugin in der Ausstellung vertreten. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier sehen Sie, lernen Sie Professor Michael Hoffmann kennen, oder Hofmann? Hofmann, Entschuldigung. Er war dankenswerterweise Berater während der Entwicklung des Ausstellungskonzeptes und des Antrags für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das hat sie, was sie qualifiziert hat, war unter anderem, dass sie mehrere Jahre wissenschaftlicher Geschäftsführer des Sonderforschungsbereiches für gesellschaftliche Entwicklung nach dem Systemumbruch in der Universität Jena und in Dresden waren. Und so wie ich Christian Schmidt, der jetzt nicht da sein kann, verstanden habe, standen Sie mit wertvollen Tipps eben aus wissenschaftlicher Perspektive zur Seite, haben auch meinen Blick auf haben auch das Konzept gegenlesen können für die Ausstellung. Und heute hoffe ich von Ihnen interessante Beiträge, vor allem aus der wissenschaftlichen Perspektive. Zu meiner linken Seite ist die Schirmherrin Monika Lazar. Diese Ausstellung hat eine Schirmherrin. Das ist Frau Monika Lazar. Sie ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grüne aber sie kommen aus Markkleeberg bei Leipzig und haben auch die turbulenten Wendejahre miterlebt und die politischen Verwicklungen. Mich würde noch heute Abend besonders ihre politische, also quasi ihre Perspektive aus
dem politischen Aktivismus sozusagen interessieren. Und dann möchte ich noch Sabine Weihe begrüßen. Sie repräsentiert heute eine künstlerische Perspektive. Sie ist Kuratorin unter anderem der Ausstellung Der dritte Blick, die demnächst am 3. Oktober im am 2. Oktober gibt es die Öffnung der Ausstellung Der dritte Blick im Willy-Brandt-Haus. Und da setzen sich Künstlerinnen und Künstler, also vor allem Fotografinnen und Fotografen, mit ihrer biografischen Erfahrung auseinander. Während der Wende Kind bzw. Jugendliche gewesen zu sein, welche Auswirkungen das in ihre Familie hatte, dann auch wie sich die Erfahrungen für sie in den 90er Jahren darstellen. Und um diese 90er Jahre, um diese Umbruchszeit geht es ja in der Ausstellung Helden im Wilden Osten, das möchte ich mal dazu sagen. Ja, und da freue ich mich als Kuratorin dieser Ausstellung und auch andere Ausstellungen, die sich mit eben Umbruchszeiten beschäftigt haben, wie zum Beispiel auch, Sie haben mir erzählt, eine Ausstellung mit Künstler, der auch eine Solidarność-Bewegung in Polen zum Beispiel aktiv war, und so haben sie sich beschäftigt. So, es geht um diese Perspektiven auf diese fragwürdigen Begriffe, Helden im Wilden Osten. Das ist der Titel der Ausstellung. Wir stellen das heute in Frage. Und da möchte ich dann auch gleich einsteigen in die Diskussion. Und bei den Interviews für die Ausstellung haben, kurz vorweg, noch ein kleiner Break. Ich möchte noch kurz was zum Ablauf sagen. Wir diskutieren jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann öffnen wir das Podium. Dann soll auf jeden Fall Zeit für Ihre Fragen sein. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn ich dann das Podium öffne, dann wird es auch ein Saalmikro geben. Das ist wichtig für den Livestream, dass Sie das dann auch benutzen. Also vielen Dank. Zur ersten Frage. Möchte ich gleich an Sie, Frau Kollert, richten. Sie haben wie die meisten in den Interviews erstmal ablehnend oder verwundert, irritiert auf den Ausstellungstitel Helden im Wilden Osten reagiert. Sie würden auch nicht selbst über sich sagen, dass Sie eine Heldin sind, wie im Interview zu sehen. Dass was Sie dann gesagt haben, aber Ihre ersten Gedanken und Empfindungen, als Sie zum ersten Mal den Ausstellungstitel der Helden im Wilden Osten gehört bzw. gelesen haben, können Sie das nochmal für das Publikum formulieren? Ja, bitte nehmen Sie das Mikro. Das Wort Helden ist in meinem Heimatland, das hat immer was also Heldenhaftes, also das heißt, bei uns in Vietnam sind die Plätze voll mit Gedenkmale, mit Friedhöfen, wo es darum geht, so Soldaten, die gefahren sind. Oder, also vor allem, Helden sind bei uns so, die leben einfach nicht mehr. Die haben wirklich auch, die haben ja auch wirklich was erreicht. Und vor allem, das sind sozusagen Volkskämpferinnen und Kämpfer. Und dann habe ich gedacht, was habe ich denn schon geleistet? Und ich habe zuerst noch gedacht, in dieser Ausstellung geht es um die historischen Aspekte von der DDR. Und habe gedacht, ja, was meinen Sie das? Also zum einen der Begriff Helden und zweiten Wilden Osten. Und dann wusste ich zuerst natürlich auch nicht, was gemeint ist. Und Helden bis heute würde ich mich sowieso nie bezeichnen, weil was habe ich denn schon angestellt? Und lebendig bin ich immer noch. Ich möchte schon gar nicht irgendwo als auf so ein Gedenkmal, also Mannmal oder sowas irgendwie festgehalten werden. Und in Vietnam ist der Begriff ist auch sehr beliebt. Das sind sehr beliebte männliche Vornamen. Also Hung,
Ne, Hung ist das Held. Also, sehr viele vietnamesische Männer heißen mit Hung Vornamen. Ja, insofern, erstmal war es schon negativ besetzt bei mir und es klingt auch sehr doll, ja, irgendwie nationalistisch, erstmal für mich. Nationalistisch in dem Sinne, dass es darum geht, den Staat zu begründen. Also Helden sind die, die den Staat, für den Staat gekämpft haben. Genau, und letztendlich ihr Leben auch dafür aufgeopfert haben. Mhm. Ja? Weil ich, da habe ich ja gesehen in Vietnam, da sind ja meilenweit Gedenksteine für Menschen, die gefallen sind. Mhm. Und das sind für mich Helden, ja, aber ich lebe ja noch. Zum Glück. dann möchte ich gleich Herrn Hoffmann fragen. Sie fanden ja, als Sie zum, hatten Herr Christian gerade eben noch am Telefon erzählt, den Begriff erstmal spannend, als Sie das gehört haben. Also diesen Titel, Helden im Wilden Osten. Was heißt das? Warum fanden Sie es spannend? Ja, ich fand, dass man die Helden auch mal, also wir kennen die ja aus diesen amerikanischen Filmen, die dann die Welt retten. Und wenn man sich selber rettet und die Zeiten, die stürmischen Zeiten übersteht, das fand ich eigentlich ganz ein schönes Spiel, das ja noch damit ergänzt wird, dass es auch noch im Wilden Osten ist. Kein Ostdeutscher würde sagen, der Wilde Osten, das ist eine typische Westdeutsche. Die Indianer haben auch nicht im Wilden Westen gelebt, sondern nur die Trapper und die Eroberer. Für die ist das der Wilde Westen gewesen, für die Indianer ganz bestimmt nicht. Das ist also so eine witzige aus den Filmen und aus den Überformungen der Jetztzeit, diese Begriffe, an die wir uns so gewöhnt haben und die man in einer solchen Ausstellung auch mal hinterfragen kann. Und keiner dieser Beispielbiografien hat sich als Held bezeichnet. Und zwei weisen auch den Wilden Osten zurück. Und trotzdem kriegt man das nicht wieder los. Wir sind eingetütet als der Wilde Westen Deutschlands, obwohl wir ja eigentlich der Wilde Osten sind. Und das ist eben, das zeigt, wie die Geschichte so spielt. Wir sind nicht der Herr über unsere Bilder gewesen. Wir sind weder Helden gewesen, noch waren wir wilde Ritter, die in den 90er Jahren mit Pferden durch Leipzig und Cottbus geritten sind. Aber wir sind für die situierten Wohlstandsverhältnisse des Westens eine wahnsinnige Wildwestromantik haben wir abgegeben. Und dort kommt der Begriff auch her. Und deswegen fand ich es witzig, dass man jetzt so das nimmt, um den Osten wirklich nochmal gegen den Strich zu bürsten. Danke. Würden Sie das ähnlich sehen? Also haben Sie ja auch so an den Wilden Westen und auch an Romantik gedacht, als Sie diesen Titel gehört, gelesen haben? Also als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, in der heutigen Zeit muss man ja bei den vielen Angeboten, die man hat, muss man ja Aufmerksamkeit erzeugen und ich glaube, da passt der Titel. Ansonsten habe ich es auch nicht so sehr mit dem Heldentum und auch während der DDR aufgewachsen ist, hat ja auch von Kindheit auf oder von Kindheit an es mit vielen Helden zu tun gehabt, die einem präsentiert wurden als Vorbilder zum Leben. Wenn man die Zeit damals aktiv miterlebt hat, dann hatte man ja sowieso keine Zeit über den eigenen Heldenstatus nachzudenken. Deshalb kann ich das komplett nachvollziehen, dass die Leute auch bei den Interviews sich nicht als Helden verstanden haben. So im Nachhinein würde ich dann sagen, waren wir eher Pioniere. Wir sind manchmal in wilde Gebiete vorgedrungen und haben Entwicklungen vorgenommen, die dann eben später auch in Westdeutschland angekommen sind. Und klar, für einige Westdeutsche, jetzt sehr klischeemäßig, ne, die ein geordnetes Leben hatten, da war natürlich vieles wild, als man bei uns kam, und für uns war vieles wild, weil im positiven Sinne viele neue Möglichkeiten waren, alte Strukturen waren weggebrochen, aber im negativen Sinne gab es natürlich auch Entwicklungen, die man sich nicht so gewünscht hat, aber man musste irgendwie damit umgehen. Deshalb war das ja schon eine sehr ambivalente Zeit auch, aber insgesamt für die Ausstellung fand ich den Titel durchaus sehr prägnant und passend. Für dich ja, die gleiche Frage.
Ja, würde mich jetzt auch nochmal interessieren, dann dadurch, dass du ja auch Jugendliche warst, vielleicht irgendwie das zurückbindest. Ja, also erstmal, ich bin ganz froh, dass der Titel auch positiv aufgenommen wird, weil ich tatsächlich sagen muss, ich war etwas erschrocken, wobei ich mir sicher bin, dass der Titel natürlich auch bewusst auch provokativ gewählt ist. Und ich denke, da gibt es mehrere Probleme, die damit reinspielen, die ja auch schon teilweise genannt worden sind. Einerseits ist der Wilde Osten ist ja auch so eine retrospektive Romantisierung von einer Zeit, die für viele überhaupt nicht romantisch war. Und der Heldenbegriff wirkt auch schon fast so ein bisschen ironisch in dem Zusammenhang, weil, wie wir auch wissen, viele Helden, die tatsächlich eben Helden der friedlichen Revolution waren und was Unglaubliches erreicht haben, im Nachhinein ja zu tragischen Helden wurden. Also einerseits natürlich, weil die Lebensrealität eine andere war als die man sich erhofft hatte, was sich dann natürlich in unterschiedlichen Lebenslagen auch dann ausgewirkt hat, also in Familienstrukturen, in Beziehungen, was Beruf, Karriere und so weiter betrifft. Was ja auch häufig vergessen wird, also das können wir auch später nochmal diskutieren, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, ist ja aber, dass auch also viele Teilnehmer der Friedlichen Revolution oder gerade eben Protagonisten, Bürgerrechtler, Politiker und so weiter, eigentlich ja gar nicht in die Wiedervereinigung, die wir ja feiern nächste Woche und die überhaupt immer so ein bisschen alles so erdrückt angestrebt haben, sondern eben auch quasi den dritten Weg, weiß nicht, ob wir dann später nochmal so politisch werden wollen, um das zu besprechen, aber es ist ja eine Tatsache, dass es eben sehr, sehr viele Teilnehmer, viele Helden dieser Bewegung eben gibt, die was anderes im Sinn hatten, als also diese Integration tatsächlich, diese sozusagen auch auf teilweise auferlegte Integration eben in die, ja, in den liberal-demokratisch, global-kapitalistischen Westen. Und gerade auch diese Aktivisten von damals sind eben besonders tragische Helden im Nachhinein. Deswegen fand ich es so ein bisschen schwierig, weil das eben all das irgendwie mit impliziert. Und dann eben auch nochmal der Hinweis, dass natürlich unheimlich viele Menschen sich selbst überhaupt nicht als Helden auch des Alltags, wie sie es ja auch genannt haben, wahrgenommen haben. Aber ja. Ja, danke. An dieser Stelle kann ich vielleicht nochmal kurz, also nur einen Hinweis, also einen Satz dann zur Entstehung des Begriffes, also des Titels in der Ausstellung, also bei Zeitläufe der Ausstellungsagentur selbst sagen. Also es ging ja, die Idee war eine Ausstellung zu den Transformationsprozessen, zu den Umbrüchen Anfang der 90er zu machen. Und die Recherche ging los. Es gab verschiedenste Phänomene, die sind verschiedene Ereignisse, die Eiko Wolf und Christian Schmidt von der Ausstellungsagentur, die ich übrigens nur in Pressesachen eigentlich unterstütze, die ihnen dann augenfällig geworden sind, was ich wie Bankraub, der dann zugenommen hat, also oder den es fast gar nicht gab in der DDR zum Beispiel. Ja, es ist. Die Frage ist auch, was will man rauben und wohin damit? Sich im Tagebau verstecken. Genau, und das hat sich schon für eher gelohnt, diese Ereignisse, diese Phänomene. Und dann war klar, was ist mit den Menschen, die diese starken, teilweise sehr tiefgreifenden Veränderungen bewältigt haben, innerhalb kurzer Zeit. Und als dadurch, dass dann quasi die Handelnden, die Akteure, die Subjekte in den Fokus kamen, ist der Titel Helden entstanden im Wilden Osten. Der Wilde Osten war ein Begriff, der in den Medien dieser Zeit aufgetaucht ist, also bei den Recherchen, auch einige Dokumente, also Zeitschriften, Zeitungen aus dieser Zeit haben von Wilden Osten geredet. Und Transformation bedeutet ja, dass dann in dem Fall gesellschaftliche, politische, rechtliche Normen ihre Form verändern. In dem Sinne werden sie auch wild. Und das war zum Beispiel einige der Ideen, die zu diesem Titel Helden Wilden Osten geführt haben bei der Ausstellungsagentur, bei der Entstehung der Ausstellung. Es gab einige Assoziationen.
zu was Helden bedeutet. Weniger was jetzt Wilder Osten bedeutet. Ich kann nochmal kurz zusammenfassen. Also bei Helden denken wir an Vorkämpfer und Vorkämpferinnen im Auftrag einer höheren Ordnung, was echt Schaffung eines Staates. Es ist ein romantisches Bild, sehr geprägt von Bildern von der kulturindustriellen Produkten wie Wild-West-Film, wo Herr Hoffmann darauf hingewiesen hat, dass das Bild impliziert das vom Wilden Westen. Einige Leute kommen dorthin und erleben das als etwas Wildes. Da sind aber schon andere Menschen, die vielleicht schon feste Regeln haben, die gar nicht so wild für sie sind. Frau Lazar denkt dabei an Helden, die vorher in der DDR Vorbilder sein sollten und dann später was sie stattdessen für die Menschen in den 90er Jahren verwenden würde als Begriff, dann Pioniere, die halt quasi voranschreiten. Und Frau Weyer denkt an tragische Helden, die Ziele hatten, die dann vielleicht gar nicht erfüllt wurden. Mit Blick auf den Wilden Osten, das haben sie ja alle miterlebt. Sie waren selber in der ehemaligen DDR zu dieser Zeit. Vielleicht können Sie sich an Erlebnisse oder Erfahrungen erinnern oder würden Sie im Rückblick so beurteilen, dass dort sich der Wilde Osten abgespielt hat? Haben Sie Erinnerungen, wo Sie sagen würden, das war der Wilde Osten? Anfang der 90er Jahre, also ich glaube ab 1989, dann ging das ja los. Da muss ich wirklich sagen, das war eine wilde Zeit. Bei uns, ich sage mal jetzt im Hafen, wo ich gearbeitet habe, gingen die Leute, die sind einfach nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und dann hieß das so im vorgehaltenen Hand, die sind über die Grenze gegangen, die sind jetzt nach dem Westen geflüchtet. Und dann für die, die noch zurückgeblieben waren, natürlich, da war auch mein Ex-Mann damals, wo er sagte, ich glaube, das ist jetzt der Untergang der DDR. Ich glaube, ich muss auch gehen, weil meine Kumpel, meine Freunde sind alle schon gegangen. Aber er hat in der Zeit natürlich eine Frau und Kind und noch dazu eine Ausländerin. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht ohne was weiteres irgendwie weggehen. Und so war das schon ein Umbruch in meine eigene Familie. Sozusagen. Also ich merke, eigentlich muss ich zu ihm sagen, geh. Und andererseits denke ich auch so, was ist denn, wenn es so schief geht an der Grenzübergang und er wird verhaftet und er kommt nicht mehr zurück, dann die Orientierungslosigkeit bei den deutschen Kollegen, viele wurden sozusagen von heute auf morgen in die Arbeitslosigkeit geschickt. Gleichzeitig konnte man mit dem Mauerfall sozusagen schon wieder losfahren. Also das war wirklich Tag für Tag kommen so viele Veränderungen so auf uns zu, dass wir mit offenem Mund immer so, aha, aber gleichzeitig auch, wo führt letztendlich alles hin? Also für mich war damals nur, ich bin da geblieben, weil ich halt einfach nicht ohne was weiteres irgendwie sonst wohin fahren können. Dann war die, ja, also sehr viele Wohnungen in Rostock wurde einfach leer stehen gelassen und sind die Menschen einfach gegangen. Oder die haben für sehr wenig Geld verkauft ihre Häuser. Jetzt heutzutage, also ich weiß, ich kenne sie von der Münde, also heutzutage habe ich gedacht, Anfang der 90er Jahre, das Haus wurde für 5.000 D-Mark angeboten und heute, was weiß ich, 1 Million wert oder sowas. Aber hat man damals, kein Mensch wollte haben. Für alle waren irgendwie nur drauf und dran, so, was wird aus uns und wo gehen wir hin? Und für uns als ehemalige Vertragsarbeiter, das war natürlich eine sehr, sehr wilde Zeit. Zum Beispiel die Verträge galten ja noch. Für mich, ich bin ja damals schon aus dem Abkommen zwischen den beiden Ländern, also ich war ja als Vertragsarbeiterin geholt worden. Da bin ich schon ausgestiegen, weil ich sozusagen mit einem deutschen Mann verheiratet war und ein Kind habe.
während meine Landsleute, die teilweise noch bis zu 3 oder 4 Jahre Vertrag noch in der Tasche hatten, dann wurden sie in die Arbeitslosigkeit geschickt. Sie durften zwar noch im Wohnheim bleiben, aber gleichzeitig hieß es auch dann, die DDR gibt es nicht mehr. Und teilweise wurden sie von ihren ehemaligen Kollegen mitten auf der Straße auch wirklich auch angepöbelt und gesagt, wieso seid ihr immer noch nicht weg? Also mir persönlich ist es nicht passiert, aber meine Landsleute haben mir schon erzählt, die DDR hat euch mal geholt, aber die gibt es einfach nicht mehr. Und warum seid ihr noch hier? Und für die, vor allem für die vietnamesischen oder Vertragsarbeiter damals, das war wirklich eine wilde Zeit. Kein Mensch fühlte sich für sie zuständig. Kein Mensch wusste, was man ihnen sozusagen für ein Aufenthaltsrecht geben soll. Und stempelt man ihnen alles jetzt als Illegale und dann könnte man sie abschieben oder wohin mit ihnen? Aber auch die Jahre, die sie sozusagen vor der Wende schon gelebt haben, soll auf keinen Fall anerkannt werden. Und es gab sogar Diskussionen, so ähnlich wie mit dem Verfahren mit der Währungsunion sozusagen zu handhaben. Das heißt, die ostdeutsche Mark wurde nur noch 1:2 irgendwie getauscht. Und so sollte es zum Beispiel bei den Vertragsarbeitern auch die Jahre, also angenommen, ich hätte 4 Jahre in der DDR gelebt, dann hättest du ich hätte nur 2 Jahre Anerkennung bekommen. Also lauter solche Dinge. Und das führte natürlich zu sehr, sehr viel Verwirrung in der vietnamesischen Community. Viele haben auch versucht, über die Grenze wirklich abzuhauen, also auch in Bayern, in Hamburg, Asyl zu beantragen. Die anderen sind geblieben, aber letztendlich, sie haben auch immer niemanden, mit dem sie wirklich reden konnten. Und kein Mensch fühlte sich mehr für sie zuständig. Das hört sich tatsächlich sehr wild an, also völlig umgekehrter Status. Und wie war das? Also, Sie hatten ja eine Staatsbürgerschaft zum Beispiel, genau, eine geklärte. Für uns war es leichter. Es gibt Untersuchungen von Adler und Kretschmer, was in diesen Jahren los war. Und die stellen fest, dass von allen, die mobil waren in einem Jahr, 77% Abwärtsmobilität und 23% Aufwärtsmobilität. Das heißt, der größte Teil der ostdeutschen Mobilen, und es waren sehr viele Mobilen in jener Zeit, weil die ganzen Entlassungswellen rollten, haben eine Abwärtsmobilität erlebt. Und das ist konterkariert durch diese unglaubliche Befreiung, die man gleichzeitig erlebt hat. Man konnte überall hinfahren, man konnte einkaufen, man ist auch sozial gestützt worden. Es war praktisch wie eine kleine Korruption. Hast nichts mehr zu sagen, aber kriegst Geld. Ja, also man fühlte sich irgendwie leicht korrumpiert in dieser Zeit. Ich würde Sie das fühlten sich korrumpiert? Entschuldigung. Bitte? Sie fühlten sich leicht korrumpiert in dieser Zeit schon? Würden Sie das so sagen? Ich fand es ungewöhnlich, dass ich abgewickelt wurde, geklagt habe, gewonnen habe und ich verrate die Summe nicht, ein Schweinegeld gekriegt habe. Ja, und ja, Geld hatte, aber keinen Job mehr. Und das fand Klingt ich ideal. Damals schon als eine korrumpierte Situation. Wenn man das als wild bezeichnen will, ich habe es nicht als wild empfunden. Und ich war hin und her gerissen von dieser Ambivalenz zwischen den unendlichen Möglichkeiten und den Nichtmöglichkeiten, irgendwo ein Ufer zu finden. Das war mein Problem in jener Zeit. Ich habe es als die wichtigste Zeit in meinem Leben, wie wohl die meisten, aber nun nicht gerade hinsichtlich meiner persönlichen Sicherheit dazu. Meine Frau und ich wurden am gleichen Tag arbeitslos. Habe ich gedacht, prima, schöne neue Welt. Und zugleich habe ich eine Lebenslust und eine Lebensfreude gehabt. Also wenn man das wild bezeichnen will, es war schon sehr ambivalent. Wichtigste Zeit in Ihrem Leben, haben Sie gesagt gerade. Darf ich da nochmal ganz kurz nachhaken, was Sie damit meinen? Oh naja, wer aus der DDR kommt, in diesem kleinen, grauen, angepassten Ländchen und dann plötzlich, wir haben noch nie so viel gearbeitet, noch nie so viel zu sagen gehabt. Es gab damals ja freie Wahlen, dann wurden wir plötzlich Institutsdirektor gewählt, weil jeder eine Stimme hat. Es passierte plötzlich was und mein kleines, graues DDR-Leben fühlte sich plötzlich an Bedeutung an. Mein bester Freund, der war Bierbrauer, der verdiente auf immer nur noch die Hälfte von dem, also am Anfang
stellten sich dann soziale Unterschiede ein, die DDR. Ich habe mit 625 Mark der DDR angefangen und mein Bierbrauer hatte fast 1000. Es war lächerlich, wir waren nichts in der DDR. Und auf einmal, das war doch eine unglaubliche, und ich habe wirklich noch nie so viel gearbeitet wie damals und so viel Lust auch zum Arbeiten gehabt. Und zugleich war es auch eine angstgetriebene Lust. Und das war das Verrückte daran. Haben Sie das ähnlich empfunden, Frau Lazar? Wie haben Sie die Zeit erlebt? Ja, also politisch gesehen war das schon auch für mich die interessanteste und wichtigste Zeit. Nun war es ja so, Jugendliche haben ja in den 80er Jahren nicht nur im Westen politisch diskutiert, sondern ja auch in der DDR, und da gab es viele Sachen, die einen bewegt haben. Nur hat mich das, sag ich mal, Parteiensystem damals nicht so sehr angesprochen. Und ich war dann bei den Leipziger Montagsdemos auch mit dabei. Und nur allein diese kurze Phase von Anfang Oktober 89 bis dann eben zum 9. November 89, nur wenn man sich daran erinnert, da kriegt man jetzt noch Gänsehaut, weil es war ja für uns damals völlig ungewohnt. Ne? Also heutzutage kann ja jeder eine Demo anmelden, ne? Aber damals gab es das ja so nicht, und es gab auch noch kein Internet und noch kein Facebook und so weiter, ne? Auch im Westen nicht. Aber also jedenfalls sind Leute einfach auf die Straße gegangen, was man überhaupt nicht kannte. Und dann bezüglich deutsche Einheit, klar, wolltest du, und das hast du dir ja auch nie träumen lassen können, dass ein Jahr später schon deutsche Einheit ist. Ne? Aber deshalb waren diese in dieser Zeit mit so vielen politischen Möglichkeiten auch, und dann im Jahr 1990, wo dann alles gewählt wurde, wo man dann richtig wählen konnte. Also das war also politisch schon irgendwie total spannend. Und da habe ich dann auch gesagt, naja, was gibt es denn jetzt alle so auf dem politischen Markt? Und da bin ich dann einfach bei den Grünen vorbei, die es damals gab, und habe gedacht, ja, das passt. Und da hat man dann einfach irgendwie gemacht, also schon diese ganzen Wahlkämpfe im Jahr 1990. Ne? Also wir wussten weder, was Wahlkampf ist, noch wie es geht, noch hatten wir Material. Also auch in dem ganzen Politischen war das einfach so, ja, einfach machen. Und wie so vieles, du bist ins kalte Wasser gesprungen und hast einfach gemacht. Und in beruflicher Hinsicht war das bei mir auch mit einer Umbruchssituation verbunden. Ich habe bis 1990 an der Handelshochschule in Leipzig studiert, und die haben dann einfach überall das sozialistisch weggelassen auf der Abschlussurkunde, und ich hatte auch schon meinen Arbeitsvertrag, aber den gab es dann eigentlich auch schon gar nicht mehr, und mir wurde jedenfalls nach sozusagen empfohlen, da gar nicht anzufangen, und ich habe dann also nach meinem Studium bei meinen Eltern in der Bäckerei angefangen. Also die hatten so eine kleine private Bäckerei in der DDR. Und da habe ich dann quasi nach dem Studium als Ungelernte angefangen, habe einfach dort mitgearbeitet, habe dann nach noch den Abschluss dann in den nächsten Jahren nachgemacht. Aber auch das war total spannend, weil so ein Umbruch auch in so einem kleinen Betrieb, da wurde man ja quasi auch überrollt, nicht nur von den ganzen Vertretern, die dir dann die Westprodukte aufschwatzen wollten, sondern auch da, irgendwie meine Eltern mussten sich da im neuen kapitalistischen System zurechtfinden, schon allein Preise zu gestalten. Also jeder weiß wahrscheinlich noch, dass das Brötchen zu DDR-Zeiten 5 Pfennig gekostet hat, und das zwar auch noch viele Jahre hintereinander. Also man musste gar keine Preise machen. Also auch von dieser Hinsicht war das sehr, sehr interessant, sehr spannend, aber eben auch, du hattest die totale Unsicherheit. Ne? Du wusstest auch nicht, kommen die Leute noch zu dir irgendwie kaufen, dann gab es ja viele andere Möglichkeiten. Also schon auch sehr ambivalent. Ne? Und in der Politik ebenso, denn wir haben ja dann im Jahr 1990 hat man ja gesehen, dass die Leute zwar irgendwie froh waren, dass es jetzt anders ist, aber deshalb haben sie dann nicht unbedingt Grüne gewählt, sondern naja, eher Helmut Kohl. Und das war dann auch schon wieder so der erste Dämpfer, dass du sagst, naja, hast damals quasi in einer gefährlichen Situation die vielen Leute sich bewegt, und dann wird dann, sag ich mal, die Sicherheit mit Helmut Kohl und der CDU gewählt. Also da ist eben auch viel Euphorie, aber durchaus auch Ängste und Niederlagen lagen da sehr dicht an dicht.
Ja, also meine Erfahrung ist eine etwas andere, weil ich tatsächlich schon ein halbes Jahr vor Mauerfall mit meinen Eltern als Flüchtling nach Westdeutschland gekommen bin. Nach dem Mauerfall aber auch sehr viel Zeit wieder in der ehemaligen DDR verbracht habe, bei Verwandten sowohl in Berlin als auch in einem sehr kleinen Ort im Erzgebirge, in dem ich geboren worden bin. Und also will ich auch gleich nochmal dran anknüpfen. Also klar, diese Euphorie auf der einen Seite und die völlige Unsicherheit auf der anderen Seite ist natürlich für jemanden, der zu dieser Zeit Kind oder auch Jugendlich war, natürlich besonders spürbar gewesen, auch in Bezug auf die Eltern. Also das ist natürlich was, was jetzt gerade bei dieser Generation auch sehr ausschlaggebend ist, dass man dann tatsächlich in die Situation geworfen wird, dass man sozusagen mit Eltern konfrontiert ist, die einem da irgendwie auch nicht weiterhelfen können, die einem dann nicht beraten können, wie soll es jetzt dein Lebensweg gehen und an was sollst du dich orientieren, sondern das musst du dann eben alleine herausfinden. Und nochmal, um auch an den Wilden Osten anzuknüpfen, also um diese Vergleiche auch, also in Berlin tatsächlich gab es ja auch natürlich eine interessante Zeit, hier in der Ausstellung ist es ja auch Thema, die Hausbesetzer, es gab ja unheimlich viel Leerstand, ungeklärte Besitzverhältnisse und so weiter, viele leere Wohnungen, Häuser, die dann auch besetzt wurden von der Subkultur, da gibt es übrigens auch einen interessanten Künstler, Göran Gnautschun heißt er, der in der Besetzerszene in Potsdam dabei war und damals sehr viel fotografiert und dokumentiert hat. Und genau, und das Zweite ist eben dieses Dorf im Erzgebirge. Da war das alles nicht so euphorisch. Klar gab es dann natürlich auch diese Euphorie in Bezug auf den kommenden Wohlstand, auf den jetzt alle warteten und der sich ja dann so manifestierte, so peu à peu mit den ersten Supermärkten, die dann da schnell überall hingebaut worden sind. Aber was sehr schnell umschlug, also mit der Arbeitslosigkeit, die ja eben schon Anfang der 90er einsetzte. Also wir haben uns vorhin ganz kurz drüber unterhalten. Dort gab es zum Beispiel die Ester Strumpf Fabrik und es sind ja überall in Leipzig, in Schwedt, überall direkt nach der Wende eben die ganzen Betriebe, Fabriken und so weiter geschlossen worden und da machte sich also sehr schnell eine negative Stimmung breit und das war dann natürlich auch ein wunderbarer Nährboden für Entwicklungen im Rechtsextremismus und viel in diesem Bereich, also das wirkte da weniger euphorisch, sondern tatsächlich eher grau und sehr deprimierend. Und vielleicht noch ein Aspekt, der ganz wichtig auch in dem Zusammenhang nochmal ist, auch diese Erfahrung, also als DDR-Flüchtling sozusagen in den Westen zu kommen. Also man wurde ja da auch sehr stark schon konfrontiert, auch mit einer Feindlichkeit. Es war jetzt nicht so, dass alle Westdeutschen da, die Ostdeutschen da willkommen geheißen haben, sondern die hatten natürlich auch Angst, dass wir denen sozusagen die Arbeitsplätze wegnehmen, was wir auch gerne ja dann gemacht haben. Aber eben so, dass man natürlich immer so ein bisschen diesen Anstrich, also natürlich nicht jetzt ich als Kind, aber die Eltern, also diesen Anstrich der Naivität irgendwie hatten. Und das ist, glaube ich, was viele Menschen haben das auch beschrieben, auch im Nachhinein, dass man sich auch natürlich auch naiv gefühlt hat, ne? Weil man da mit einer gewissen Naivität sich hereinstürzen musste, was blieb einem anderes übrig. Und das ist auch so ein Gefühl, glaube ich, aus dieser Zeit heraus, was, glaube ich, doch am Selbstbewusstsein vieler auch so ein bisschen genagt hat noch. Da würde ich gerne gleich mal nachhaken. Naivität, haben Sie das empfunden als Kind, also dann Jugendliche, also am Ausgang der Kindheit, Anfang der 90er, oder haben das Ihre Eltern empfunden und Sie haben das gespürt? Wie würden Sie das beschreiben, wie Ihre Eltern sich zurechtgefunden haben und wie sich das dann auf Ihr Verhältnis, Ihr familiäres Verhältnis ausgewirkt hat? Also ja, sowohl als auch. Das haben natürlich sowohl meine Eltern selbst so empfunden oder es gab eben viele Situationen, in denen sie versucht haben, zu verstehen, also wie einfache Dinge im Leben, wie sie funktionieren, den Alltag gestalten einfach, als, wenn man plötzlich ohne irgendwas in Westdeutschland ankommt und sich da integrieren muss, dann bringt es natürlich viele Unsicherheiten mit sich. Aber klar, das kann man auch als Kind natürlich spüren, aber ich habe mich auch mit vielen anderen Altersgenossen sozusagen unterhalten, die auch über die Beziehungen zu den Eltern. Und das ist was da in dieser Generation, da sprechen wir ja später vielleicht nochmal kurz drüber, die ja auch bekannt ist als sozusagen die dritte Generation Ostdeutschland, als soziologisches Konstrukt sozusagen, um diese Generation zu beschreiben, was da ein ganz prägnantes Merkmal der Beziehungen zu den Eltern ist. Also dass die Eltern eben eine sehr starke Unsicherheit ausgestrahlt haben, Naivität,
die sich insofern auch ausgedrückt hat, dass sie natürlich ihre Kinder nicht unterstützen konnten in dem Sinne, wie das Eltern vielleicht sonst gerne machen würden. Also weder finanziell noch irgendwie beratend oder auf den Weg bringend sozusagen. Okay. Frau Lazar, haben Sie das ähnlich erlebt denn, in der Bäckerei mit Ihren Eltern? Also haben Sie das zusammen dann zum Beispiel ausgehandelt? Wie gehen wir jetzt auf die ökonomische Situation ein, dass wir Preise und so weiter bilden müssen? Und, also sind Sie dann in der Rolle der Betriebswirtschaftlerin? Nee, was haben Sie nochmal gelernt? Oder sind Sie da als die Kompetente dann da eingestiegen? Haben sich Ihre Eltern so an Sie gewendet? Oder wie war denn das, die familiäre Situation? Naja, ich habe ja, sag ich mal, das DDR-System studiert, deshalb konnte ich ja danach, ich hatte zwar politische Ökonomie des Kapitalismus, aber aus den Lehrbüchern konnte man dann nur nicht irgendwie auf die Realität des auf uns einstürzenden reellen Kapitalismus schließen. Also deshalb, ich glaube, das ist fast allen so gegangen. Also es gab ja niemanden, der dir gesagt hat, so und so musst du es machen. Die meisten Ostdeutschen haben irgendwie angefangen, was zu machen. Dann gab es natürlich die berühmten westdeutschen Berater. Die waren aber nicht unbedingt nur vertrauenswürdig, weil die haben dann teilweise auch, sag ich mal, zum eigenen Vorteil beraten. Na, da kann wahrscheinlich auch jeder sehr viel davon irgendwie erzählen mit einigen Details. Deshalb, es war einfach unbekanntes Land, was man beschritten ist. Es gab keine Vorlagen, sowas gab es noch nicht. Interessant finde ich ja immer, dass es zwar ein Ministerium für irgendwie die deutsche Einheit gab oder irgendwie, ich weiß nicht mal genau, wie es genau hieß, aber als dann die deutsche Einheit da war, war die Schublade scheinbar leer. Also es gab auch, sag ich mal, von Westseite da jetzt nicht eine Vorlage, so muss es sein. Und wir haben ja dann alle in den verschiedenen Lebensbereichen gemerkt, dass, sag ich mal, das westdeutsche System auf uns übertragen wurde. Und wenn man da keine Ahnung hatte, sowohl eben im betrieblichen Ablauf als eben auch in vielen Alltagssachen, dann hat man einfach auch viele Fehler gemacht, ne? Und das blieb einfach nicht aus. Und dann musste man natürlich in so einer kleinen Bäckerei, hat man ja die Reaktion sehr schnell gespürt, ne? Also du hast eben früh gebacken und warst denn abends verkauft, was kam an, waren die Preise richtig, waren die Produkte richtig. Also es war einfach, du hast einfach ausgetestet, ne? Also deshalb wusstest du nie, was in einem Monat, in einem Jahr ist. Es war einfach wirklich irgendwie so Tappen im Halbdunkel. Und dann aber auf der anderen Seite wurden dir natürlich die tollsten Versprechungen gemacht von irgendwelchen Verbandsvertretern oder so, die dann kamen. Ne? Wenn du das und das investierst, dann wird dein Geschäft blühen. Ne? Also die meisten haben sich dann einfach hoffnungslos verschuldet. Ne? Das war dann eben auch alles nicht so gut. Also deshalb, es gab keine Vorlage und es war einfach schwierig. Ich glaube, für sehr viele war das wirklich sehr schwierig und jeder hat eben zugesehen, sich irgendwie durchzuwursteln. Gerade da eingefallen, auch weil sie ja gefragt hat, nochmal nach einem Beispiel, jetzt, wie sich diese Naivität vielleicht manifestiert hat. Und da fällt mir was auf jeden Fall sehr verbreitet war in der Zeit, auch dass viele Kredite genommen haben zu wahrscheinlich unsäglich hohen Zinsen, also völlig absurde Angebote, um sich, keine Ahnung, irgendwie eine Einbauküche oder irgendwas zu bestellen, irgendwelche Elektrogeräte oder so. Ne? Also irgendwie so ein bisschen wie das Glücksrad, diese Sendung, die es damals gab. Irgendwie ja, und da waren natürlich, also die Helden waren da natürlich tolle Opfer auch dafür. Eine Heldin des Wilden Ostens in der Ausstellung ist Sabine Klauke-Fritschka, die in Cottbus den Verbraucherschutz dann mit aufgebaut hat, weil eben diese lustigen Versicherungen und so weiter auf einmal auftauchten und die Leute verschuldet dastanden. Und es musste darauf reagiert werden. Darum geht es auch in der Ausstellung. Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle mal fragen, finden Sie den Begriff, Frau Weyer, finden Sie den Begriff Wilder Osten im Blick auf diese Zeit jetzt gerechtfertigt?
Würden Sie sagen, ja, das kann man so machen? Das ist eine schwierige Frage, ob der gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich finde den Begriff auf jeden Fall schwierig, weil vor allem eben auch, weil er so eine gewisse Ironie auch impliziert. Also das ist vielleicht nicht für jeden so, aber viele empfinden den sicherlich auch ein bisschen ironisch. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, diese mediale Konstruktion, die es gibt in Filmen und so weiter, Romanen des Wilden Westens, das knüpft daran an, der Wilde Osten. Auch da gab es natürlich im Nachhinein viele Filme, Ausstellungen, die sich auf so eine ironische Art und Weise eben mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen. DDR-Museen und so weiter. Also ich glaube, jeder, der schon mal in so einem Museum war, der versteht sofort, was da mit dieser gewissen ironischen Distanz gemeint ist. Und das finde ich sehr schwierig. Ich habe es vorher auch nochmal, ich weiß nicht, ob Sie Boris Buden kennen, das ist ein Kulturkritiker, Philosoph, der sich eben genau auch damit beschäftigt, mit so einer gewissen ironischen Distanz als kulturelles Phänomen, wie das, die sich dann ergeben hat, eben sowohl natürlich zur kommunistischen Ideologie, aber auch zu dieser Lebenswirklichkeit. Ne? Also plötzlich war diese das, was vorher Alltag war für viele, stand dann da plötzlich im Museum und war irgendwie lustig und dann gab es diese Nostalgie. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich überlegt, dass viele Menschen, also dass das Leben vieler Menschen über Jahrzehnte lang von all diesen Dingen geprägt war und plötzlich werden die nur noch aus so einer leicht herablassend ironischen Perspektive betrachtet. Und das schwingt für mich eben auch so sehr, sehr stark mit. Deswegen finde ich den Begriff schwierig, aber das ist vielleicht auch subjektiv. Okay, also für Sie schwingt so sehr stark das Ironische mit. Frau Kollert hat vorhin beschrieben, dass Sie sagen würden, es war definitiv eine wilde Zeit, weil während zum Beispiel für Herrn Hoffmann mit also die rechtlichen Möglichkeiten und ökonomischen Möglichkeiten teilweise sehr groß wurden, hatten Sie einen völlig ungesicherten und unklaren rechtlichen Status. Aus dem heraus haben Sie dann später diesen Verein Dien Hong gegründet, auch in Reaktion auf die Entwicklung in Rostock-Lichtenhagen. Ich weiß nicht, es ist schon für mich zumindest ein stehender Begriff geworden für die pogromartigen Ausschreitungen nach der deutschen, also nach der deutschen Wiedervereinigung, der sogenannten. Und dafür stehen auch Solingen und Mölln und Hoyerswerda, viele Orte. Und ich brauche es nicht zu sagen, es gibt dann auf jeden Fall eine große Aktualität auch zur Entwicklung jetzt. Um die Frage also nochmal zurückzubinden. Ja, Sie haben Rostock-Lichtenhagen erlebt und diesen Verein gegründet. Was wollten Sie damit in Ostdeutschland damit erreichen? Vor dem Hintergrund vorher überhaupt keinen gesicherten Rechtsstatus und so weiter zu haben. Ich glaube, über die Entstehung des Pogrom muss ich ja nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, das ist bei uns alle so angekommen. Der Verein wurde gegründet, zuerst mit ganz einfachen, pragmatischen Gründen. Wir wollen einfach Schutz für die Vietnamesen anbieten, weil in dem Moment sind sie total, völlig, also letztendlich doch schutzlos und auch statuslos. Wir haben ja bis dahin, bis 1992, vor allem in Rostock, gerade in diesem Bereich, in diesem Lichtenhagen Stadtteil, das wohnten wir schon über 12 Jahre dort. Und als das Haus in Flammen stand, dann hieß das, man hat es gar nicht gewusst, dass da dort noch Vietnamesen drin wohnen, 115 mit Kindern und mit Frauen. Und noch dazu, der Anschlag galt ja nicht gegen den Vietnamesen, sondern gegen die anderen. Und Vietnamesen sind sowieso so fleißig und so nett und so lieb, also gegen die haben wir ja nichts. Andererseits, man hat überhaupt nicht gewusst, obwohl wir mittendrin in diesem Wohnort gelebt haben und auch Tag ein, Tag aus in den Betrieben gearbeitet haben, die Kollegen, die Ex-Kollegen haben überhaupt nicht gewusst, unter welchen Bedingungen wir letztendlich von heute auf morgen 5 Jahre Arbeitsvertrag in der Tasche hatten und dass wir sofort in den Betrieb eingesetzt wurden. Also es gab vor der Wende sozusagen
ja, ich konnte erst sozusagen diesen Vergleich erst mit der Wende ja natürlich sehen. Also das Beste, was mir in meinem Leben passiert war, ist wirklich die Wiedervereinigung Deutschlands. Das muss ich nochmal wirklich wiederholen, weil dadurch konnte ich sozusagen erst diese zwei Systeme, vielleicht zwei Leben, also sozusagen nebeneinander stellen und vergleichen. Und wo ich und diesen kritischen Blick nochmal zurück auf die Zeit in der DDR konnte ich erst machen, nach der Wiedervereinigung. Das heißt also vor der Wende, würde ich sagen, das war eine sehr organisierte Völkerfreundschaft. Also, ja, also nicht mal mit Ironie, sondern das war so. Das wurde Nationalfrauentagsfeier gefeiert. Dann wir hatten zu Vietnam Nationalfeiertag auch immer frei bekommen. Und dann zum Beispiel, ich musste auch, weil ich immer sehr, sehr gut Deutsch schon konnte, und dann habe ich immer Prämien bekommen und durfte dann auch manchmal dann, was weiß ich, Grußwort oder auch einen Dankebrief irgendwie vorlesen. Und das wurde teilweise schon fertig geschrieben. Und ich musste nur noch vorlesen. Und da, ja, und halt nach der Wende, dann, ja, was machen wir denn jetzt mit den geliebten Kollegen und Kolleginnen aus Vietnam? Und was machen wir denn mit dieser Völkerfreundschaft? Also das ist schon heftig. Und dann halt, das haben wir alle gar nicht gewusst, dass sie da sind. Also nochmal zurück zu diesem Sonnenblumenhaus, wo die Vertragsarbeiter untergebracht waren. Die Vietnamesen mussten damals sich selbst retten. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir lassen uns nicht vertreiben. Wir bleiben hier. Und außerdem, das sind Menschen, die, ja, für sie gibt es nicht die Möglichkeit, jetzt zurückzukehren, nicht so schnell. Und das war wichtig bei der Gründung, okay, wir müssen erst mal gucken, als Ansprechpartner für die Leute vor Ort und Schutz. Und das Nächste ist sozusagen, das Bleiberecht für sie zu erkämpfen. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis 1997 sozusagen, bis sie irgendwann aus den ehemaligen Vertragsarbeiter, die einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis für Deutschland bekommen haben. Das war total, also fand ich sehr, sehr rührend, weil der Gründungs, Gründer, Vereinsgründer, der auch der Vorsitzende auch jahrelang war, der Nguyễn Đỗ Thịnh, der hat ja den Verein Diên Hồng. Diên Hồng ist ein historischer Ort in Vietnam, das ist so ein Kämpferort. Ja, also das heißt, jeder von uns, wenn wir sowas hören, wow, da kämpfen wir um jeden Preis und wir geben niemals auf. Und dennoch haben die 115 Vietnamesen oder 100 Vietnamesen und mit ein paar Deutschen bei der Gründung gesagt, das entspricht überhaupt nicht unserer Mentalität. Also wir kämpfen Zahn um Zahn, Auge um Auge oder sowas, sondern wir setzen noch einen Zusatz dazu, gemeinsam unter einem Dach. Also wir wollen bleiben, wir wollen Begegnungen durchführen, wir wollen ja, also auch die Integration von Vietnamesen. Und so auf einmal aus diesem kleinen Verein, der aus diesen Ereignissen entstanden war, der ist auf einmal sozusagen mit allen Sachen konfrontiert. Sowohl die, wir haben sehr viele Anfragen in der Öffentlichkeit, bis hin zu antirassistischen Arbeiten. Also letztendlich wurden wir sozusagen mit der Gründung des Vereins, mit Ereignissen, mit zig Aufgaben auf einmal konfrontiert oder beauftragt, ob uns das passt oder nicht. Und so ist es entstanden. Also mit den Aufgaben konfrontiert von anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen und von der Politik in Mecklenburg-Vorpommern? Oder? Ja, also zum Beispiel, das ist ganz wichtig, die Medien waren sehr präsent und vor allem zum Jahrestag, immer im August. Dann ist das natürlich wichtig, dann wird das immer die Kamera aufgestellt und dann ist es gut, wenn Betroffene von damals, die natürlich sehr vietnamesisch aussehende, dann natürlich dann vor der Kamera sprechen sollen. Das war wichtig. Und dann für die internationale Begegnungen, dann war es wichtig, dass wir in dem Moment dann auch sagen, so war es damals und nicht umgekehrt. Also das ist schon manchmal sehr absurd. Wir selber mussten sozusagen einen Verein gründen, muss dafür sorgen, dass die Mehrheitsgesellschaft sagt, okay, also setzen Sie da und Sie haben jetzt Ihre Stimme erhoben, jetzt können wir sie einfach nicht mehr ignorieren, wir müssen Ihnen einen Platz irgendwie anbieten.
Und genau diese Leute, die einst um ihren Lebens gebangt haben, die jetzt aber dann da sitzen und sagen, wir schaffen jetzt internationale Begegnungen und wir zeigen, wie ein friedliches Zusammenleben in Rostock in Deutschland wirklich funktioniert. Also das war schon bizarr, also irgendwie sehr widersprüchlich. Und man war froh damals, dass es uns gab. Weil wenn irgendetwas ist, dann reden Sie mal über den Rassismus in Deutschland und was haben Sie daraus gemacht. Und vor allem jetzt ist der Verein, ist klar mit meiner Person auch, wieder total in, also wirklich, jetzt fragt man mich, was würden Sie heute den Politikern und Politiker sagen? Was kann man daraus lernen? Also dank dieser ganzen Bewegung mit Pegida und halt dieser ganzen Flüchtlingsproblematik jetzt. Weil Sie damals nicht aufgegeben haben und auch eine Vorkämpferin, vielleicht auch eine Heldin waren, da gebe ich weiter zu Herrn Hoffmann. Also was gerade beschrieben wurde, diese Ereignisse in Ostdeutschland, diese Transformation, dass Menschen sich halt einen Platz in der Gesellschaft quasi auch erkämpfen mussten, gab es das in einem vergleichenden Blick, denn in einem soziologischen Blick ist das was Besonderes für Ostdeutschland gewesen? Oder was wird andersrum gefragt? Würden Sie sagen, es gab einzigartige Entwicklungen aus einer soziologischen Perspektive? Nein, die Deutschen sind keine Ausnahme. Es gab eine Transformation, da gab es zwei Typen. Das war der Schock, die Polen und die Deutschen. Und dann gab es eine Transformation, die nicht schockartig wie in Tschechien, die hatten auch zum Teil Schockelemente, die sanfter verlief oder in Russland etwa. Der einzig interessante Vergleich wäre eigentlich Vietnam, denn dort ist es andersrum gelaufen. Das wird leider nie gemacht, interessiert keinen. Mich würde das schon interessieren, das machen wir mal anschließend. Ja, eine Bilanz der Transformation, wenn der Sozialismus gewinnt. Das ist ja mal spannend zu hören, was da eigentlich. Und ich meine, Vietnam steht ganz gut da, wäre bestimmt spannend. Also die Behauptung, die Ostdeutschen hätten einen ganz besonders schlimmen Schock, stimmt nicht. Der Wohlstandsabstand der DDR etwa zu Tschechien betrug 1989, war ungefähr die DDR 100% und Tschechien so 95%. 5 Jahre später sah das schon anders aus. Da hatte die DDR, also der Ostdeutschland da, 100% und die Tschechen hatten nur noch 63%. Das heißt, die Abfederung des Schocks war in dem reichen Deutschland gut. Und im Allgemeinen, sagt man, in der Transformationsforschung war die Schocktherapie die bessere, weil sich das schneller wieder eingepegelt hat, als in den Ländern, die das ganz langsam gemacht haben, wie Rumänien zum Beispiel, ja, die an den Staatsbetrieben festgehalten haben, solange es ging, und dann so ganz langsam. Aber ich würde mich gegen die Deutschen wollen immer was ganz Besonderes. Nee, es war eine europäische Bewegung, wo die Deutschen zwar ein Spezialfall sind, weil sie die reichen westdeutschen Paten hatten, aber ansonsten auch, was die Eliten anbetrifft. Die Tschechen hatten ja das Problem, dass sie keinen großen amerikanischen oder was Bruder hatten, der die Eliten rübergeschickt hat, wie in Ostdeutschland. Da kamen ja die ganzen westdeutschen Eliten. Die mussten mit den eigenen Eliten das machen. Aber auch in Ostdeutschland ist es so, dass oben oben geblieben ist, Mitte Mitte und unten unten. Das heißt, die Wende, die friedliche Revolution war überhaupt keine Revolution. Jedenfalls im sozialhistorischen Sinne hat sich der soziale Raum nicht verändert. Die alten sozialistischen Eliten haben die Wende am besten überstanden. Es ist einfach so. Und die Proletarier haben sie am schlechtesten überstanden. Es hat sich also nichts geändert. Also das ist jetzt übertrieben. Es hat sich da ausdifferenziert. Der soziale Raum, die sozialen Abstände sind größer geworden. Aber geändert hat sich an den Verhältnissen, die die DDR geschaffen hat, mit den Eliten einer schwachen Mitte und einer starken proletarischen Volkskultur. Das hat sich bis heute nicht im Grundsatz geändert. Einmal die soziologische Einteilung in Eliten und anderen Schichten. Dann gibt es auch die in anderen Milieus, dann gibt es
durch die politischen Institutionen, die teilweise verändert wurden. Und dennoch gibt es politische Einstellungen, die sich scheinbar nicht verändert haben, mit Blick auf die Entwicklung in Ostdeutschland jetzt. Entschuldigung. Die Milieus, die sozialen Schichtungen scheint sich nicht großartig verändert zu haben. Aus soziologischer Sicht, politische Institutionen mögen sich verändert haben, aber die Einstellungen scheinen sich noch sehr ähnlich zu sein. Zu Beginn der 90er, in denen so viele Menschen halt bereit waren zur rassistischen Verfolgung. Jetzt erleben wir das wieder. Sie sind im Bundestag oder beziehungsweise für die Grünen, vielleicht sagen Sie es besser gleich selbst, welche Funktion Sie haben, um sich halt eben mit rechtsradikalen Einstellungen zu beschäftigen und denen entgegenzutreten. Und mich würde Ihre Beurteilung interessieren, zu Einstellungswandel oder nicht, wenn nicht, warum? Ja, meine Funktion in der Grünen Bundestagsfraktion heißt Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus, ist ein etwas stelziger Begriff, aber ich sage allen, wenn ihr was Besseres findet, was Einfaches und trotzdem es irgendwie so halbwegs auf den Punkt bringt, dann gerne mit Vorschlägen zu mir. Ich selber komme ja auch aus Sachsen und muss sagen, dass gerade die Entwicklung, alles rund um Pegida, was wir seit einem Jahr erleben, und aber eben auch diese Ausschreitungen in diesem Sommer, mir nach wie vor große Sorgen bereiten. An dem Wochenende, wo die Ausschreitungen in Heidenau stattgefunden haben, das war genau das Wochenende, wo das in den 90er Jahren in Rostock stattgefunden hat. Und in Heidenau war das ja auch sehr gewalttätig und zwar zum Glück nicht so gefährlich für die jetzt betroffenen Flüchtlinge in der Unterkunft, aber es war auch sehr massiv. Also teilweise gibt es durchaus schon Parallelen mit, dass die Gesellschaft und teilweise in Ostdeutschland durch eben die Brüche noch mit verstärkt eben mit Rechtsextremismus Probleme hat und Leute, die eben die meinen, zu kurz gekommen zu sein, das eben auf noch vermeintlich noch Schwächere zu übertragen und die dann anzufeinden, anzugreifen und eben da auch gewalttätig zu sein. Auf der anderen Seite, zum Positiven, denke ich, wir sind zum Glück doch etwas weiter, weil die Gesellschaft, sowohl die Politik als auch die Zivilgesellschaft, haben jetzt auch in diesem Jahr anders reagiert. Wenn ich mich noch an die Ausschreitung in Anfang, Mitte der 90er Jahre erinnere, wurde das teilweise komplett abgelehnt, dass irgendwie, ja, die Rechten, das sind ja irgendwie nur Leute, die zu kurz gekommen sind und damit haben wir nichts zu tun. Die Politik hat entweder gar nicht oder viel zu spät reagiert. Da denke ich, die Politik hat durchaus auch schneller reagiert. Ob das immer alles richtig war, sei dahingestellt. Aber immerhin ist eben Frau Merkel und Herr Gabriel sehr schnell dann in Heidenau vor Ort gewesen und haben auch die richtigen Worte gefunden. Und auch die Zivilgesellschaft hat sich weiterentwickelt. Man steht jetzt nicht mehr so da wie eben in den 90ern. Es gibt erfahrene Projekte, die Opferberatung machen, die Kommunen beraten. Also da hat es sich zum Glück auch unterstützt durch finanzielle Mittel der Politik auch mit weiterentwickelt. Aber man bekommt durchaus schon Déjà-vus. Und was man in Sachsen in den letzten Monaten erlebt hat, also da kann man sich eigentlich immer nur schämen, wie viele Leute da auf die Straße gehen und meinen, zu kurz gekommen zu sein und da jetzt mit wirklich sehr holzschnittartigen Argument dagegen zu argumentieren und das Woche für Woche, das kommt ja noch hinzu. Also wenn das einmal ist, bitteschön, aber es ist ja wirklich wöchentlich und die Leute, es nimmt nicht ab, da kann einem schon manchmal schlecht werden. Das heißt, wir sind natürlich immer noch weiter gefragt und zwar die gesamte Gesellschaft, die Politik in allen Ebenen, aber eben auch jeder Bürger, jede Bürgerin ist in seinem, sag ich mal, Einflussbereich durchaus auch gefragt, aber
Wir haben uns zum Glück durchaus schon weiterentwickelt. Aber man kann eben nie sagen, jetzt haben wir es geschafft, weil immer wenn es so wellenartige Bewegungen gibt, muss man sagen, jetzt müssen wir doch alle wieder auf die Straße gehen und wir müssen irgendwie uns solidarisch beweisen. Und gerade der Sommer jetzt mit den vielen Flüchtlingen zu uns kommen, sollte uns ja wirklich zeigen, dass wir auch daraus gelernt haben. Und es wird ja jetzt auch viel von den Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen. Ne? Also ich meine, viele Leute, die noch in der DDR rüber in Westen sind, da waren die wenigsten politisch verfolgt. Die wollten auch einfach nur ein schöneres Leben haben, sodass ich manchmal, wenn man so im Umfeld von Pegida und Co. diskutiert, dass ich auch sage, ja, damals wurden sie beklatscht und heute sind es die Bösen. Jetzt wollen die Leute auch irgendwie ein besseres Leben haben. Und viele DDR-Bürger aber auch. Ne? Und was jetzt in Ungarn passiert und damals passiert ist. Also es gibt in mehreren Berührungspunkten seltsame Parallelen, nicht immer zum Guten, aber da ist es einfach wichtig, dass man das jetzt richtig einordnet und die richtigen Schlüsse draus zieht. Und da helfen einfach auch die Erfahrungen, die wir alle, sag ich mal, damals in der Umbruchssituation gemacht haben. Und man hofft natürlich, dass diese Erfahrung einfach auch so in politisch sinnvolle Bahnen geleitet werden. Bei manchen bin ich mir da nicht so sicher, aber das würde jetzt zu weit führen. Insider. letzte Frage, bevor ich das Podium gerne öffnen möchte für Ihre Fragen. Diese Auseinandersetzung, wie findet das aus einer künstlerischen Perspektive statt? Also Sie kuratieren ja gerade eine Ausstellung, haben eine Ausstellung kuratiert. Also die Auseinandersetzung jetzt speziell mit diesem Thema oder allgemein, also mit den Themen, über die wir heute gesprochen haben, der Umbruchszeit und so weiter. Also ich kann vielleicht... machen wir es mal allgemeiner. Ja, gerne. Zum Ende. Genau, also die Ausstellung, ich erkläre es nochmal ganz kurz, um was es da geht. Das ist eine Ausstellung mit neuen Fotografinnen und Fotografen der dritten Generation Ostdeutschland, was eigentlich nur heißt, das sind Menschen, die wurden um 1980 herum in der ehemaligen DDR geboren. Und die Ausstellung fragt, wie eben diese biografischen Erfahrungen, das Erleben dieser Umbrüche, der Transformationen, wie sich das auswirkt künstlerisch. Und viele Künstler setzen sich damit auch explizit thematisch auseinander. Generell kann man für die zeitgenössische Kunst sagen, vor allem die zeitgenössische Kunst in dieser Generation, dass sie eine sehr wichtige Rolle bei der Aufarbeitung einnimmt, und zwar vor allem für das, was auch vor 89 passiert ist. Wir reden ja heute die ganze Zeit über die 90er, also über die Zeit nach der Wende, aber interessant ist ja vor allem, und aufgearbeitet ist natürlich vieles noch nicht, was eben davor war. Und da nimmt diese Generation natürlich eine wichtige Rolle einerseits ein, weil die Generation mit einer kritischen Distanz auf das blicken kann, was war, oft natürlich nicht so persönlich involviert war, wie vielleicht ihre Eltern, die vielleicht politisch aktiv oder was auch immer waren. Und dann gibt es also in der zeitgenössischen Kunst eben auch eine Tendenz, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Und es gibt viele Theoretiker, die sagen, dass gerade eben dieser Drang nach Aufarbeitung der sozialistischen Vergangenheit eben da eine wichtige Rolle spielt. Und das sind vor allem eben Künstler, die auch viel mit Fotografie und Film arbeiten. Weil das natürlich durch den dokumentarischen Charakter sich gut eignet natürlich und andererseits auch sehr viel in Archiven zu finden ist. Ich kann einfach mal auch zwei, drei Beispiele nennen, jetzt nicht nur aus der Ausstellung, sondern interessante Positionen, um das ein bisschen plastischer zu machen. Ich habe zum Beispiel für das CO Berlin ein Projekt gemacht mit Emanuel Matthias. Das ist ein Künstler, der in Leipzig lebt und dort an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert hat. Und der hat recherchiert sehr lang im Archiv der Baumwollspinnerei. Die Baumwollspinnerei kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Dort wurde bis in die frühen 90er hinein Baumwolle verarbeitet. Das war, glaube ich, die größte Spinnerei Europas. Und dann wurde sie eben sowieso viele Betriebe dicht gemacht und unheimlich viele Menschen verloren ihren Job. Er hat dort recherchiert und hat was sehr Interessantes gefunden, und zwar Brigadebücher. Das kennen bestimmt auch noch einige. Das sind sozusagen sehr wie so eine Art Tagebuch, das in Betrieben geführt wurde. Jeweils eine Brigade musste sozusagen Buch führen. Und das sind ja sozusagen Kollektive gewesen,
in den Betrieben. Und die haben dort sich also verschiedene Dinge notiert, haben Bilder eingeklebt, die sich sowohl mit dem politischen Alltag, mit dem Lebensalltag, mit dem Arbeitsalltag auseinandergesetzt haben. Da waren sowohl Fotos von Betriebsfeiern drin, aber auch irgendwelche Zeitungsausschnitte von irgendwelchen politischen Ereignissen und so weiter. Und er hat dann dort einige Seiten sozusagen rausgenommen und die Bilder dann präsentiert und sich aber auch mit den handschriftlichen Notizen auseinandergesetzt. Und solche handschriftlichen Notizen konnten zum Beispiel auch Verwarnungen sein. Damit hat er sich intensiver beschäftigt. Und zwar bedeutete das, dass sozusagen der Brigadeführer da vermerkt hat, wenn jemand sich sozusagen nicht kollektivkonform verhalten hat, sich nicht ausreichend engagiert hat für das Kollektiv und so weiter. Was ganz interessant ist dann an dem Produkt, was dabei rausgekommen ist, was er ausstellt, ist eben, dass er nochmal so diesen DDR-Bildkosmos sozusagen da reproduziert. Also da sind auch Zeitungsausschnitte irgendwie aus der Sibylle zum Beispiel dabei oder eben, wie gesagt, Pressebilder, Fotos von Betriebsfeiern. Und man da nochmal einen ganz anderen Einblick auch in den Alltag kriegt, als jetzt retrospektiv häufig bekannt sind, ja entweder so Propaganda-Bilder oder dann eben auch Bilder dieser Wendezeit, die wir kennen, so diese ikonischen Bilder vom Brandenburger Tor und so weiter, und er da nochmal einen ganz anderen Zugang liefert. Oder sehr interessant ist auch eine Arbeit von Elske Rosenfeld, eine Videokünstlerin und Performancekünstlerin, die sich mit Filmaufnahmen vom ersten runden Tisch auseinandergesetzt hat. Ich glaube, da gibt es nur diese Aufnahmen, das ist ein einmaliges Videomaterial. Und sie hat sich, was sie interessiert hat, waren die Gesten der Teilnehmer am runden Tisch und inwiefern diese eben die Unsicherheit ausdrücken und die Menschen da empfunden haben, die da beteiligt waren. Und sie hat sozusagen in der Videoperformance dann da Ausschnitte genommen, hat sie entweder in Zeitlupe laufen lassen oder auch immer wiederholt, um eben das quasi zu analysieren und da die Aufmerksamkeit auf so verschiedene Phänomene zu lenken und sich dann damit eben nochmal kritisch auseinanderzusetzen, was das bedeutet haben muss. Und vielleicht nochmal ein letztes Beispiel, auch für die Zeit danach und für den Umgang auch mit Erinnerungen und Erinnerungskultur. Margret Hoppe ist auch eine Künstlerin aus Leipzig, die hat eine ganz tolle Arbeit gemacht, und zwar die verschwundenen Bilder. Da ist sie in unterschiedliche Gebäude gegangen, wie zum Beispiel das Gewandhaus, die Universität in Leipzig und so weiter, und hat dort Stellen fotografiert, an denen mal Bilder hingen und keine mehr hängen, also deswegen die verschwundenen Bilder, und zwar war das Auftragskunst. Also DDR-Künstler wie Werner Tübke, die sozusagen Wandreliefs oder große sozialistisch-realistische Szenen da angefertigt haben. Das war ja eine Kunst, die sozusagen mit daran gearbeitet haben, eben dieses Bild zu konstruieren, also dieses sozialistische Gesellschaftsmodell sozusagen mit konstruiert haben in der Kunst. Und nach der Wende wurden viele von diesen Bildern einfach abgehängt. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum muss das sein? Ist das eine Form der Erinnerungskultur, die wir so wollen, dass wir die Sachen einfach weghängen und verschwinden lassen? Oder wäre es vielleicht eine interessantere Variante, auch Bilder da teilweise hängen zu lassen und das durchaus auch Teil eines öffentlichen Diskurses werden zu lassen, anstatt eben ganz bewusst solche Lücken entstehen zu lassen im kollektiven Gedächtnis? Und, ja. Und mit dieser Ausstellung versuchen wir halt eben einen Beitrag zu einer entstehenden Gedächtnis zu dieser Zeit zu liefern. Das heißt aber auch, dass Ihr Beitrag jetzt gefragt ist. Es sind bestimmt auch einige Fragen bei Ihnen entstanden oder Sie haben sie mitgebracht. Das ist die Gelegenheit, Fragen an uns, an das Podium. Da gibt es schon. Ja, bitte sprechen Sie in das Mikro. Ja, hallo. Mein Name ist Hesse. Ich habe zu Wendezeiten von 87 bis 93 in Jena studiert, Deutschgeschichte damals, und habe diese Zeit sehr aktiv miterlebt. Jener Friedenskreis der war noch ein bisschen älter, aber Friedensmärsche mitgemacht 1988 und war dann Mitglied kurz in der Vereinigten Linken dort und habe auch das Problem, dass der dritte Weg eigentlich dann keine Rolle mehr spielte, spätestens ab 1991, würde ich sagen. Ich habe weniger eine Frage, sondern eher ein
ein Gedanke, wo ich gerne Ihre Meinung zu wissen würde. Und zwar habe ich damals die Zeit, Anfang der 90er, also 1990 insbesondere, so erlebt, dass in Jena unheimlich schnell die DVU da war, die Republikaner, die schlagenden Verbindungen. Jena hat ja so eine ganz lange Burschenschaftstradition. Die waren auf einmal alle wieder da. Die Rechtswissenschaft hat ein Rieseninstitut aufgebaut. Also es wird ja heute sehr viel unterstellt. Der Osten hat diesen aufoktroyiert, vermeintlich aufoktroyierten, ich habe es nicht so erlebt, aber aufoktroyierten Antifaschismus nicht wirklich verinnerlicht. Und jetzt haben wir da deswegen ganz viel Rechte. Ich habe oft eine andere Vermutung. Meine erste Westreise in den Schwarzwald, dort bin ich von einem fast 80-jährigen Herrn empfangen worden. Er hat mir auf die Schulter geklopft, irgendwie, Ostdeutschland gehört auch bald wieder zu uns. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was meint er denn? Und dann kriegte ich mit, er meinte die polnischen Gebiete, die früher zu Deutschland gehörten. Das war für mich völlig schockierend, diese Erfahrung. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt? Was läuft denn jetzt hier? Meine Frage, die ich in den Raum stellen will, ist, gibt es denn Forschungen, gibt es Untersuchungen, inwieweit schon, sage ich mal, in der Bundesrepublik länger bestehende, gut organisierte rechte politische Kreise diese Wende und auch diese Wiedervereinigung ganz gezielt für sich genutzt haben, um sich in den östlichen Bundesländern zu etablieren? Weil ich muss mal sagen, die Jüngeren, die irgendwie mobil waren, sind in den Westen gegangen nach 89. Also das gilt für mich auch. Ich bin von Jena nach Berlin. Seit 1994 lebe ich hier. Vorher war ich noch in Italien ein paar Monate über ein Stipendium. Mein gesamter Freundeskreis hat sich in alle Welt irgendwie verstreut. Die, die wirklich aktiv politisch waren damals in der Zeit, sind nicht mehr da. Ich sage das jetzt mal so pauschal, ich kann das nicht beweisen, aber natürlich sind die, denke ich mal, auch zum Teil Benachteiligten dort selbsthaft geblieben und geben natürlich ein gutes, sage ich mal, Futter auch für Menschen, die dort neue rechte Strukturen aufbauen. Gibt es da irgendwas, wo man da auch mal dieses Klischee vom rechten Gedankengut, was besonders, ja, Sie wissen, ich höre auf. Ja, also jetzt wollen wir das nicht auch noch dem Westen überhelfen, aber Sie haben recht. Natürlich ist bekannt, dass sich die Linken hatten die Wiedervereinigung aufgegeben. Die einzigen, die an ihr festhielten, waren die konservativen Kreise in Westdeutschland und auch natürlich die sehr stark rechtslastigen Kreise. Und die haben eine gute Kaderarbeit auf gut DDR-Deutsch in Ostdeutschland gemacht. Ja, ich habe einen Freund, der ist Bewegungsforscher, Dieter Rink, der hat das mal genau untersucht, wo in Grimma eigentlich diese rechten Gruppen herkommen. Und das waren die alten Herren aus dem Westen, die dann sofort ein Anwesen gekauft haben. Also das ist wahr. Aber es ist leider nur die halbe Wahrheit, dass in Grimma die Rechten, ich rede von den 90er Jahren, die Stadt beherrscht haben, dass abends die Grölen durch die leeren Straßen gezogen und niemand in Grimma, so wie wir heute eine zivilgesellschaftliche Gegenbewegung haben, hat irgendetwas gesagt, zum Teil aus Angst, zum Teil aus stillem Einverständnis. Im Osten fehlte eben auch diese 68er-Bewegung, dass sich die Kinder mit ihren Eltern über den Nationalsozialismus in den Familien gestritten, zumindest diskutiert haben. Das gab es in der DDR nicht. Und so kommen diese beiden Dinge zusammen. Aber natürlich haben Sie recht, die waren da. Während Herr Lafontaine noch sagte, na ja, also Vorsicht, haben die Ostdeutschen eine Vaterfigur, einen paternalistischen Dicken gewählt, und zwar die Arbeiter, das rote Sachsen. Wir waren ja schockiert damals, das rote Sachsen wählt komplett schwarz. Ja klar, den Lafontaine konnten die ostdeutschen Arbeiter nicht wählen. Ja, der hat gesagt, ja Leute, das war da zurück, während der Kohl gesagt hat, wir machen das, wir werden blühende Landschaft machen, und das war die Botschaft, die natürlich angekommen ist. Also wie gesagt, es stimmt, aber es ist nicht
der eigentliche Grund, dass das Ostdeutschland als das Dunkeldeutschland bezeichnet wird. Das hat eben auch viele kulturelle Hintergründe. Ich würde da gleich, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein anderes Thema. Also ich denke, beide Seiten haben was dazu beigetragen. Es gab ja auch Mitte, Ende der 80er Jahre Untersuchungen in der DDR zum Thema Rechtsradikalismus in der DDR, was dann nicht veröffentlicht wurde, weil das, was nicht sein durfte, konnte nicht sein. Also natürlich wusste die Partei und Staatsführung durchaus auch, und da gab es ja dann auch in Berlin, ne, irgendwie die Skinhead-Überfälle in den Kirchen und so. Also man wusste schon, dass nicht alle in der DDR antifaschistisch waren. Und das wurde dann sehr schnell genutzt. Ich kann mich noch an die Montagsdemos in Leipzig erinnern, nach dem 9. November 89, als dann wirklich ganz viele aus dem Westen, sage ich mal, werbemäßig ankamen und da eben auch sofort die rechten Parteien, Republikaner, DVU, NPD, die haben dort ihr Zeug verteilt und das ist den Leuten aus den Händen gerissen worden. Das fiel also auch auf fruchtbaren Boden und man hat das durchaus auch gemerkt. Also zum Beispiel hat die NPD sich ja Sachsen sehr bewusst als, sage ich mal, Testgebiet ausgesucht. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber nach einigen Jahren fiel das dann auf fruchtbaren Boden, also auch mit den Wahlerfolgen. Ne? Es wurde auch gezielt Infrastruktur nach Sachsen verlagert. Es sind Kader rübergezogen und da gab es wirklich so eine ganz hässliche Melange, dass eben die alten Westkader ansässig wurden und dann, sag ich mal, die Einheimischen dann mit, sag ich mal, ne, ideologisch überformt haben. Und wir hatten es ja dann entsprechend Ende der 90er Jahre, dass die NPD eben in verschiedenen kommunalen Parlamenten in Sachsen gesessen hat und eben 2004 dann in den Landtag eingezogen ist. Ne? Also es war eine ganz bewusste Entscheidung und die haben einfach auch gemerkt, dass das anschlussfähig ist. Ja? Also sag ich mal, so dieses Thema, ne, nationaler Sozialismus ist im Osten einfach auch auf fruchtbaren Boden gefallen, dass sie gesagt haben, ja, so Sozialismus nur eben ohne Ausländer, ne? Wir machen das schon alles, das ist irgendwie so ganz gut. So ein bisschen sehr vereinfacht gesprochen, aber da haben sich, sage ich mal, welche gefunden, wo du gedacht hast, das passt doch nicht. Also ich hatte dann auch Anfang der 90er Jahre einen ehemaligen, mit dem ich in die Klasse gegangen bin, auch irgendwie als Burschenschaftler gesehen. Ich bin bald umgefallen, weil ich gedacht habe, den kennst du doch, Burschenschaftler, sowas gab es bei uns nicht, wie kann man denn jetzt heutzutage noch sowas Antiquiertes irgendwie machen und wie schnell ist das auch wieder Ost und West zusammengewachsen und die Strukturen, die es ja sowohl in Leipzig als auch, ne, in Thüringen Einecken gibt, das ist gruselig, aber da hat man gemerkt, da war was Fruchtbares und zack, es ist aufgegangen. Als Jener muss ich mal die Burschenschaften verteidigen, die sind auch ausgetreten aus dem Burschenschaftsbund in Deutschland, die sind eine liberale, konservative Vereinigung. Also zumindest die älteste deutsche Burschenschaft und die meisten Jener auch. Sie hatten eine Frage. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, eher ein Statement. Also ich war 1989 27 Jahre und Teil der Ausreisebewegung und habe Anfang der 90er in West-Berlin gelebt. Und mir ging damals, also den Spruch habe ich jetzt noch gar nicht gehört, irgendwie den Slogan damals, wir sind Menschen zweiter Klasse, ziemlich auf die Nerven, weil ich in West-Berlin auch viel Armut gesehen habe und so weiter. Und da so eine Ost-West-Spaltung irgendwie aufgemacht wurde, die ich so überhaupt nicht nachvollziehen konnte, sondern eher die Spaltung zwischen Arm und Reich. Und also was mir in der Ausstellung auch jetzt fehlte, waren Vermögensunterschiede mal darzustellen. Also da gibt es ja wirklich Ost-West-Unterschiede oder diesen Elitenaustausch. Und überhaupt, dass wir jetzt im Kapitalismus irgendwie leben, dass wir da überhaupt nicht so viel, also vielleicht ein paar bürgerliche Rechte zugewonnen haben. Aber was die sozialen Fragen betrifft, dass viele da ziemlich marginalisiert sind. Und da denke ich, Marginalisierte haben keine Stimme, was auch wieder mit den Zeitzeugen, denke ich mir, also teilweise sozusagen auch zusammenhängt. Ich erinnere mich da an eine Ausstellung, die ich hier gesehen habe, zum Frauengefängnis Hoheneck, wo so getan würde, als wenn die alle so bruchlose Biografien hätte und alles gut gegangen wäre, was ich überhaupt nicht glauben kann. Irgendwie. Also das hatte ich damals gesehen, erinnerte mich ein bisschen dran. Und genau, Marginalisierte eben, die kaum eine Stimme haben. Und zu diesen zu kurz gekommenen, also ich denke, viele spricht auch das heutige Parteiensystem nicht an
Und die Grünen haben ja mit Einführung von Hartz IV auch ziemlich viel dazu beigetragen, dass wir in einer Gesellschaft der Angst leben. Und es sind bestimmt auch nicht nur die zu kurz gekommenen, sondern wenn Pegida in Dresden hat ja gezeigt, dass da auch ein Extremismus der Mitte besteht. Also dass es Kleinunternehmer sind, dass es Mittelstand ist und so weiter. Also diese Angst, dass die Mittelschicht auch Angst vor dem sozialen Abstieg hat. Und ich denke, da ist die Politik auch mit verantwortlich. Danke. Gibt es da noch eine Entgegnung? Darf ich was dazu sagen? Also Sie haben völlig recht, die Transformationszeit fiel genau in jene Globalisierungsetappe des globalen Kapitalismus, die dann zu diesen neoliberalen Erscheinungen, dass die Wohlstandsentwicklung und die Gewinnentwicklung voneinander abgekoppelt wurden. Das zeigte sich dann vor allem in den 2000er Jahren, wo die Nettolohnentwicklung in Gesamtdeutschland leicht nach unten steigt und die Gewinnentwicklung enorm anstieg. Und das ist eben das Problem, auch in meinem Fach in der Soziologie. Wir wissen alles über den Osten. Wir hätten aber in der Zeit der Transformation alles über den Westen wissen müssen, weil der war schließlich das Bild. Das wurde überhaupt unkritisch gesehen, das war eben das Modell, das wurde zu wenig erforscht, hinterfragt und problematisiert. Das ist ein Fehler, den wir auch in meinem Fach in der Soziologie sehr stark gemacht haben, dass wir sagen, oh, wir wissen gar nichts über den Osten, das war ja auch richtig, aber die Reflexion, welche Institutionen das eigentlich sind und was eigentlich hier gebraucht wird, die hat kaum stattgefunden. Das ist immer so, das sind diese Pyrrhus-Siege. Man gewinnt und wer gewinnt, hat recht und das wird zu wenig hinterfragt. Und Sie haben völlig recht, Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren zum ungerechtesten, das heißt ungleichesten Land in der EU entwickelt. Wir haben Reichtumsunterschiede, haben wir sogar die klassischen angelsächsischen Länder inzwischen überholt. Deutschland ist ein sehr ungleiches Land geworden in den letzten Jahren und das trifft Ost- und Westdeutschland, obwohl die ostdeutsche Unterschicht etwas größer ist, ist das eben nicht mehr so, dass wir eben ein Volksheim sind. In der Ausstellung gibt es ja auch den Zeitzeugen, den ehemaligen Kumpel von Bischof Rode, der, wie ich finde, die Rolle in der Ausstellung durchaus auch spielt, diejenigen, die dann eben Verlierer waren. Ne? Und also wer sich noch an die Zeit erinnern kann mit dem Hungerstreik in Bischof Rode, das war schon ziemlich heftig. Und das soll ja einfach auch zeigen in der Ausstellung, dass es nicht allen danach besser ging in den 90er Jahren. Es war mit sehr vielen Verlusten, auch gerade bezüglich des Arbeitsplatzes verbunden. Einige konnten danach wieder Fuß fassen, aber es gibt ja wirklich viele, die eben aus unterschiedlichen Gründen die Zeit nach 1990 nicht unbedingt als Erfolg für sich persönlich mit betrachten können. Und wenn ich mir das im Nachhinein so betrachte, dann war es ja auch so, dass auch der Westen mit seinem gezügelten Kapitalismus, dadurch, dass man ja dem Sozialismus gegenüber ja nachweisen wollte, dass man die bessere Gesellschaftsordnung ist, war es, jetzt irgendwie so ins Unreine gesprochen, war der Kapitalismus auch in Westdeutschland in den 80er Jahren nicht ganz so heftig, wie wir es dann insgesamt gesamtdeutsch irgendwie erlebt haben. Ne? Dann ließ, sage ich mal, der Kapitalismus die Maske fallen, dann musste man nicht mehr das Schaufenster Westdeutschland aufrechterhalten und dann kam das eben noch mit der Globalisierung zusammen und das war dann eine Entwicklung, wo man dann durchaus schon schauen musste und natürlich ist die Politik nicht unschuldig. Zum Thema Hartz IV könnte man irgendwie sehr, sehr, sehr viel jetzt noch drüber diskutieren. Ich habe das damals als Grüne sehr kritisch gesehen, war auch irgendwie dagegen, weil mir bewusst war, wie schwierig das eben insbesondere auch für Ostdeutsche war, die eben da wirklich oft, sag ich mal, mit den Verlustängsten ausgestattet waren und wussten, sie fallen dann sehr schnell eben, sag ich mal, auf die Hartz IV-Ebene. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ich würde jetzt gerne die letzten Wortmeldungen sammeln, also die letzte Runde. Sie haben sich jetzt noch gemeldet? Habe ich es richtig verstanden? Also zwei zustimmendes Zeichen. Dann gibt es dort hinten. Ich gehe jetzt mal kurz aus dem vier Punkt des Naturhaus rein. Ich habe eine Frage, ein Statement gleich zugleich. Was mir auch immer aufregt, wenn ich gerade
Ja, zu Pegida, jetzt immer gerade die Diskussion ist höher und Pegida. Also genau, eine Frage im Sinne von, was mir auch immer sehr aufregt, ist, wenn diese Leute da, also Pegida ist quasi, also Wörter skandieren wie, also wir sind das Volk, was natürlich mich sehr aufregt im Sinne von, was damals, was die Ostdeutschen gemacht haben, damals, Montagsdemos, war unter Androhung von Gefängnis und Schlägen, sagen wir es mal so. Und das, was Pegida quasi dieses Wort missbraucht, wir sind das Volk, ist natürlich absolut Häme, weil das, was die machen, ist natürlich, klar, ist halt im Rahmen einer Demokratie, ist halt ihr gutes Recht, muss ja nicht mehr zustimmen, aber es ist ihr gutes Recht. Und also trotzdem, aber ich finde das einfach nur beschämend, quasi, selbst als Westdeutscher fühle ich mich einfach nur quasi, also mal auch verarscht, um es mal plausibel zu sagen, wenn halt Pegida, die ist natürlich das Wort missbraucht für ihre Zweck. Und da finde ich, klar, umso mehr bedauerlicher, wenn man, genau, also mitten in dieser Menge von Pegida-Leuten, die natürlich alles umfasst, von Neonazis, aber auch leider halt, Menschen, die halt in der DDR auch wohnten und auch wiederum auch immer wieder auch Leute finden, wenn man ein bisschen interviewt, halt auch sieht, dass halt auch da linke also Menschen sind halt, die auch damals bei den Montagsdemos waren, auch dann auch immer wieder auch diese heutzutage damals, die skandiert haben, heute skandiert haben, was natürlich völlig jetzt zwei verschiedene Welten sind. Wie gesagt, das damals war unter Androhung von Schlägen und von Gefängnis und heute das, was die machen, ist frei, also ist halt eine freie und also klar, also die Leute müssen also mit sich. Also müssen nicht irgendwie Schläge fürchten. Das finde ich total komisch. Also ich meine Frage einfach nur an alle ein bisschen dazu, wie fühlen Sie sich quasi als DDR-Bürger, als ehemaliger DDR-Bürger einfach mit dem, genau, also wie finden Sie es einfach, wenn halt Pegida diese auch wichtigen Wörter für die deutsche Einheit ein bisschen missbrauchen? Also von der Frage an jetzt auch Beteiligte, die auch dann, auch da, wie Sie zum Beispiel, die auch da Montagsdemos dabei waren, wie fühlen Sie sich heutzutage, wenn Sie was hören? Möchte da jemand vielleicht, gibt es noch Fragen, die anschließen? Oder möchte da jemand noch in diese Kerbe schlagen? Dann, wer möchte von euch antworten, von Ihnen? Frau Kollert, haben Sie vielleicht so ein Statement im Rückblick so auf die, wenn wir eben auf die beginnenden 90er vor allem eingehen? Also es wurde ja gerade auf die Ambition mit den Montagsdemos und so weiter verwiesen, wo es auch darum ging, politisch Neues zu schaffen, aber auch ziemlich schnell sich im Laufe der 90er auch Positionen durchgesetzt haben, die man vielleicht eben als konservativ oder sogar reaktionär bezeichnen könnte. Eben nichts Neues zu schaffen am besten. Und heute sehen Sie das wieder so. Erinnern Sie das an die 90er? Sehen Sie da massive Unterschiede? Oder? Na, überhaupt nicht. Die Sätze, die damals, jedenfalls in Lichtenhang, wo die Leute vor dem Haus standen und haben gesagt, jetzt müssen wir mal was tun, weil uns hört ja niemand zu, die Politiker interessieren nicht für uns. Und dasselbe ist es heute wieder, dass die Bürger sich wieder beschweren und sagen, uns hört kein Mensch zu. Und dass sie das Recht haben, jetzt sozusagen auf so eine Phänomen, also letztendlich so ein Phantom, also letztendlich zu beschimpfen. Also ich sehe parallel dazu und im Gegensatz zu Ihnen, gerade als Politikerin, ich glaube schon, dass es eine riesengroße Wandel schon entstanden in dem Bezug gegen Rechtsextremismus und gegen Fremdfeindlichkeit. Aber gerade die jetzigen Bewegungen oder Entwicklungen in der Politik, aber auch in dem Land jetzt mit den Flüchtlingsbewegungen, ich kann mich überhaupt nicht zurücklehnen und sage, das wird niemals noch mal eine zweite Lichtenhagen passiert oder Hoyerswerda oder Mölln oder Solingen. Weil ich glaube, gerade was heute passiert ist, das ist fast selber wie damals. Die gerade Medien haben hier ganz riesengroßen Auftrag, indem sie weiterhin die Bilder präsentieren oder transportieren. Und letztendlich, zum Schluss, wird das alles nur noch ganz schnell abgenickt, weil wir werden das mit so vielen Bildern so erschlagen, dass man zum Schluss, ich ertappe mich selber manchmal dabei, wo ich auch so zum Schluss sage, ja, wahrscheinlich muss da wirklich die Grenze hochgezogen werden, weil
was passiert denn, wenn wir alle hier in Deutschland nicht mehr Herr über der Lage sind und wenn wir dann sagen, wir sind jetzt total überfordert und wir wissen nicht mehr, wie wir das alles handhaben können und dann kann die Stimmung dann kippen und was denn? Also wer traut sich denn noch, auf die Straße zu gehen? Und andererseits, die Pegida-Bewegungen, das sind ja 10.000 und sonst noch mehr. Also die Parallel sind da. Also ich habe wenig Veränderung gesehen, wenig positive. Also es hat natürlich jeder das Recht, auf die Straße zu gehen. Das Problem bei den Pegida-Leuten, die ja das Wort Abendland, es gibt natürlich auch eine abendländische Kultur des Mitleids oder der Hilfsbereitschaft. Also sind schlechte Konservative, würde ich mal sagen. Aber was mich eigentlich ärgert, die sollen demonstrieren. Das ist ihr gutes Recht. Das haben wir ja nun schon gesagt. Vor 2 Wochen war in Leipzig eine Pegida-Demonstration, 700 Leute, also Leipzig ist da nicht so gut aufgestellt, oder Gott sei Dank. Es gab Ausschreitungen, es waren Hooligans dabei, keine Festnahme. Wenn die Linken auf die Straße gehen mit Hooligans, werden 300 Leute festgenommen. Also es besteht noch immer eine politische Toleranz gegenüber Rechts. Man hat wenig gelernt und weil diese Leute sind nicht zu überzeugen. Das ist wirklich Hass. Das sind ja keine Ängste. Das ist zum Teil solider Mittelstand. Das ist einfach Fremdenhass. Und das ist eine Straftat. Oder darf nicht toleriert werden. Und da denke ich, tun wir so wenig, auch in den Medien, in der Diskussion. Und es ist einfach lächerlich zu sagen, wir haben dieses Problem mit den Flüchtlingen, aber gehen Sie mal in die Türkei oder gehen Sie mal nach Libanon, die haben ein wirkliches Problem. Wenn Deutschland mit denen nicht fertig wird, was soll das werden? Und die Flüchtlingsströme sind ein politisches Problem und die Politik ist wirklich nicht auf der Höhe der Zeit. Und wenn die Pegida schon diskutiert oder demonstriert, dann sollen sie das vom Innenministerium machen, sie sollen es vom Kanzleramt machen, aber nicht von den Flüchtlingsheimen. Gibt es, Entschuldigung, ich möchte es nochmal auf den Wilden Osten. Okay. Ich glaube, er hat eine ziemlich konkrete Frage gestellt, auf die er auch eine Antwort haben will. Und die möchte ich zumindest versuchen, ihm zu geben. Also ich finde es schon eine Unverschämtheit, dass diese Leute mit dem Spruch auf die Straße gehen. Wir haben es aber in Leipzig auch schon erlebt gehabt, dass die NPD mit dem Spruch, wir sind das Volk, mit auf die Straße gegangen sind. Wie dieser Spruch damals benutzt wurde, war das natürlich eine ganz andere Konnotation. Da lag, sage ich mal, die Betonung auf dem Wir, ne? Weil die, sage ich mal, Partei und Staatsführung meinte ja immer im Namen des Volkes zu sprechen und da haben wir gesagt, genau, und wir sind das Volk und wir sagen euch jetzt mal, dass wir anderer Meinung sind. Wenn Pegida und Co. jetzt auf die Straße geht, liegt die Betonung auf, wir sind das Volk. Das Volk einfach als, sage ich mal, blutsdeutsches Volk. Na, und das ist einfach der entscheidende Unterschied, ja, wo man sagt, das hat miteinander nichts zu tun, die kehren das einfach in ihrem Sinne um. Und in Leipzig ist es dann eben auch noch so, dass sie um den Leipziger Ring laufen wollen. Und dann sage ich, ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Zum Glück sind die Gegenproteste in Leipzig immer sehr erfolgreich und sehr, sehr, sehr vielfältig und in der Anzahl auch immer mehr als Legida mit auf die Straße geht. Teilweise sage ich natürlich auch, das müssen wir in der Demokratie aushalten. Wir sind damals für Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf die Straße gegangen. Aber was man sich da teilweise anhören muss, das ist irgendwie schon heftig. Und dann muss man sich manchmal sagen, was hat das irgendwie alles gebracht? Die ganzen demokratischen Bestrebungen, da kann man manchmal Zweifel bekommen. Man bekommt ja auch sehr, sehr direkte Beschimpfung an den Kopf. Das muss man dann schon irgendwie aushalten, weil auf die Justiz dann irgendwie zu verweisen, das ist immer sehr schön, aber wenn man der Justiz auch ab und zu mal diskrete Hinweise gibt, dann bekommt man aber auch sehr heftige Antworten. Die Justiz ist
sage ich mal, autonom und die Politik hat der Justiz auch keine Hinweise zu geben. Deshalb werden die Sachen irgendwie auch überhaupt nicht gerne genommen. Und Justiz in Sachsen, das ist auch wieder ein eigenes Thema, das würde heute auch zu weit führen. Da könnte ich vieles erzählen, aber das lasse ich lieber. Ja, ich kann es ganz kurz machen, wurde ja schon viel dazu gesagt. Also was ich daran ganz gut finde, ist, dass es natürlich eine sehr einfallslose Aneignung von diesem Slogan von damals ist. Und ich freue mich natürlich, dass die nicht kreativer sind als das. Und ansonsten wurde ja auch schon gesagt, dass wir natürlich in einer relativ glücklichen Situation sind, weil es natürlich viel, weil es Gegenbewegungen gibt gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und im Moment auch viel zivilgesellschaftliches Engagement, wo wir natürlich darauf aufbauen müssen. Und was natürlich gerade auch erschreckend mit Blick weiter in den Osten ist, dass es das in vielen anderen osteuropäischen Ländern eben nicht gibt und dass es sehr, sehr wichtig ist, das hier aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln und vielleicht gerade aus ostdeutscher Perspektive vielleicht auch darauf aufzubauen, diese ganzen Erfahrungen, über die wir heute gesprochen haben, aus diesem wilden Osten, dass man die vielleicht auch nutzt und viele Menschen da vielleicht auch mal darauf hinweist, ob sie nicht ihre Perspektive vielleicht überdenken sollten, weil sie selbst ja in dieser Lage früher auch mal waren, ne? Wie gesagt, also viele auch Wirtschaftsflüchtlinge, selbst viele, die eben dann in der ehemaligen DDR geblieben sind, ja trotzdem sich natürlich ein besseres Leben erhofft haben und das natürlich dann auch anderen gönnen sollten. Abschließend würde ich sagen, das ist ein guter Punkt. Anfang der 90er mit diesen Erfahrungen, denke ich, sind, also mit den Erfahrungen einzelner Leute, ist jetzt auch eine andere Bereitschaft zum Teil entstanden, auf rassistische Mobilisierung und so weiter einzugehen, zivilgesellschaftlich zu handeln. Ich würde behaupten, das hat mit den mit der Erfahrung in den 90ern zu tun, politisch und zivilgesellschaftlich handeln zu können, einfach mal zu machen, wie Frau Lazar gesagt hat, oder wie zum Beispiel dann Frau Kollert eben einen Verein aufzubauen, um sich selbst zu schützen und dann eben auch rechtliche Strukturen, so, Strukturen bis zum gewissen Grade zu schaffen, sich zu organisieren. Ich denke, das ist etwas, was wir, also ich sage, also wir als, ich denke, wir sind uns einig, dass Pegida und so weiter nicht geht. Und was wir dann daraus mitnehmen aus den 90ern vielleicht, auch an Bereitschaft dazu handeln. Ich stelle es mal so im Raum, um einen Abschluss zu finden. Falls es nicht noch weitere Fragen oder noch letzte Kommentare gibt. Gibt es nicht? Dann möchte ich allen bedanken, mich bei allen bedanken auf dem Podium und Ihnen als Zuhörerinnen.